und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Melanie Labis und ich bin die Geschäftsführerin der Firma WowBrowse aus Berlin. Und wir haben uns seit 6 Jahren auf die Ausbildung von Permanent Make-up Artists und Microblading Artists spezialisiert. Ich möchte dir in diesem Video erklären, warum die Grundlagen für Permanent Make-up und Microblading so wichtig sind, damit du wirklich schöne Ergebnisse bei deinen Kunden erzielen kannst. Es reicht nämlich nicht nur, eine gute Technik ausüben zu können. Du musst auch Kenntnisse haben über die Wundheilung, über die Pigmenteigenschaften, über die Pflege des Permanent Make-ups danach, damit deine Kunden auch nachhaltig zufrieden sind und dich auch wieder aufsuchen für eine Auffrischung oder eine Korrektur. Korrektur ist auch so ein schönes Stichwort, weil Korrekturen kannst du natürlich nur machen, wenn du Kenntnis über die Komplementärfarben hast und wie du dann eine Farbe wieder neutralisieren kannst. Ja, und so gibt es wirklich viele Dinge, die zu dem Grundlagenwissen eines Pigmentierers gehören, damit du eben auch Fortschritte machen kannst mit deiner Technik und verstehst, wieso du vielleicht bei dieser Kundin nicht ganz so ein tolles Ergebnis hattest wie bei der anderen, obwohl du genau das Gleiche gemacht hast. Ja? Denn sonst wirst du immer auf einem Anfängerniveau stehen bleiben, wenn du diese Kenntnisse nicht hast. Und natürlich, letztendlich ist es auch super wichtig, die Kunden vernünftig aufklären zu können. Denn nichts ist peinlicher und letztendlich auch eine Blamage, wenn die Kunden dich zu den Substanzen in der Pigmentfarbe befragen oder der Nadelstärke oder der Wundheilung, wenn du es ihnen gar nicht richtig erklären kannst, was da jetzt eigentlich mit ihnen passiert. Und deshalb rate ich allen, die noch keine vernünftigen Grundlagen gelernt haben, das auf jeden Fall nochmal nachzuholen. Selbst diejenigen, die meinen, sie hätten die perfekten Grundlagen, da schadet es nicht, sich auf den aktuellen Stand zu bringen und den Kenntnisstand aufzufrischen, falls wieder mal ein Besuch vom Gesundheitsamt sich ankündigt oder andere rechtliche Aspekte zu klären sind, wie zum Beispiel auch der Haftungsausschluss bei Behandlungen am Kunden und wie du dich vor Kundenklagen eventuell sogar schützen kannst.